Liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test auf diesem Kanal. Heute spielen wir Lies of P. Das wurde ja jetzt, glaube ich, letztes Jahr auf der Gamescom vorgestellt und dieses Jahr am 19. September soll es schon rauskommen. Soll so ähnlich sein wie Bloodborne von dem, was ich so gesehen hatte. In Bloodborne war ich jetzt nicht so gut, dafür habe ich aber die Dark Souls Spiele gespielt. Also mal gucken, ich hier so zurechtkomme. Es wird 60 Euro kosten. Und in honor of the great writer Carl Cloudy ist dieses Spiel anscheinend von Neowix entstanden. Geppetto's Puppet. We need your help. Achso, Pi natürlich für Pinocchio. Wir sind Pinocchio. Allerdings nicht so. Nicht in dieser Holzoptik, wie mir scheint, sondern eher so Roboter-Sci-Fi-Optik. Das war auch schon. Die Intro-Sequenz. Oh, es sieht aber richtig geil aus. Ich habe jetzt nicht die beste Grafikkarte und trotzdem sieht das schon ganz geil aus. Der Typ erinnert mich mega an irgendeinen Schauspieler. Ich weiß nur gerade nicht, wer. Aber sieht schon echt sexy aus. Geppetto ist natürlich unser Papi. Ja, ist wie gesagt an Pinocchio angelehnt. Ich habe auch neulich erst einen Pinocchio-Film gesehen, so einen Stop-Motion-Film. Ich habe dich überall gesucht. Der war so semi-gut, aber auf dieses Spiel freue ich mich jetzt tatsächlich schon seit dieser Gamescom-Ankündigung mega doll. Und wenn das nur ein bisschen gut ist, so ein bisschen wie Bloodborne, vielleicht ein bisschen einfacher, dann würde ich mich sehr freuen über dieses Spiel. Jiminy. Jiminy heißt doch Zwilling, oder? Er ist diese Stübbel in meinem Kopf. Ja, hallo Sophia. Okay. Ah, wir können sogar eine eigene Waffe wählen. Im Buster, dann wären wir ein Snow, ne? Pinocchio Snow. Klingt natürlich auch nicht schlecht. Also eigentlich würde ich ja Stärke gehen, ne? Aber Snow heißen wäre auch cool. Pinocchio Snow. Ey, scheiß drauf. Wir gehen auf Stärke, Leute. Jo. Weil da das Schwert am coolsten aussieht. Ja! Wir sehen ein bisschen aus wie Cloud, oder nicht? Wäre das Schwert noch ein bisschen dicker und hätten wir blonde Haare, dann wären wir Cloud Strife von Final Fantasy. Ja, ja, ja. Oh, Final Fantasy 16 kommt dieses Jahr auch noch raus. So viele Spiele, auf die ich mich freue. Was sind das, die Dinger auf der linken Seite? Das wüsste ich schon noch gerne. Dieses Initialisierungsgerät wurde als notwendiges Übel für heikle Neuinstallationen geschaffen. Oh. Okay, quasi so ein Selbstzerstörungschip in uns drin, falls wir irgendwie ausrasten sollten. Wie zum Beispiel jetzt gegen diesen komischen Gegner da drüben. Normaler Angriff, Spezialangriff. Für Sturmangriff gedrückt halten. Okay, Sturmangriff! Das hat ja richtig gut funktioniert. Ah, guck mal, das ist auch so eine Art Roboter, oder was? Die erinnert mich so ein bisschen... Kann ich ausweichen? Ja. Ein bisschen an so Nussknacker, Leute, oder? Alter, die Bewegung. Das sieht aber richtig stylisch aus, oder? Ich mag die Physik-Engine, dass das so Wagdoll-mäßig ist. Danke. Sogar mit Bahnansagen hier. Guten Tag. Wir machen nochmal eine Spezial... dafür muss ich voll nah an den dran stehen. Oh Gott, ich verliere voll viele Leben. Ein Glücksinn. Ja, Synchronangriff. Siehste, das war nämlich mein Plan. Ich wollte nur, dass die synchron angreifen. Wir haben auch eben unser erstes Flakon bekommen. Sogar drei Stück gleich davon. Können wir einfach mal einsetzen. Hätte ich ja mal von vorne zeigen können. Also der... Ja... Quasi wie so eine Seele, die er platzen lässt, nicht wahr? Ich habe aber noch kein Äquivalent. Ach doch, oben rechts. Oben rechts haben wir das Äquivalent zu den Seelen. Also es ist wirklich. Das hier ist tatsächlich wie ein Dark Souls, I guess. Beziehungsweise den Bloodborne, weil wir tatsächlich nur ausweichen können. Wir haben keine. Doch, Rolle, wollte ich gerade sagen. Er hat nur nie eine Rolle gemacht, weil ich anscheinend die Gegner immer nur anvisiert habe, oder? Also so vom Look and Feel, beides cool. Look sieht cool aus, Feel fühlt sich gut an. Hier ist wahrscheinlich verschlossen. Benötigen einen Schlüssel, mein Meister. Mein Meister, wir benötigen einen Schlüssel, um in diese Tür reinzugehen. Okay, ich suche einen Schlüssel. Leuchte! Ach, die kann man einfach so anmachen. Au! Das ist ja mega praktisch. Okay, der Typ da oben, den mag ich nicht. Der hat eine Waffe. Waffen sind uncool. Das ist so ein Butler-Typ. Richtig geil, Mann. Das ist so ein bisschen horrormäßig, oder? Wie die Leute da hinten so rumeiern. Vor allem nicht so ganz in 60 FPS, sondern eher so ein bisschen weniger. Das macht das noch so ein bisschen horrormäßiger, finde ich. Hier liegt auch überall Blut rum oder ist Blut verschmiert alles. Geht's jetzt hier weiter oder ist das... Ne, ist nur das Klo. Jo, alles klar, wolltest mich erschrecken, hä? Aber nicht mit mir. Ich kenne doch meine Männerklos auf dem Bahnhof. Ich weiß doch, dass da komische Leute hantieren. Ja, ja, habe ich doch alles schon rausbekommen. Ich brauche dieses Tutorial gar nicht. So, aber jetzt die Frage aller Fragen. Kann man Toiletten... Nein, man kann keine Toiletten kaputt machen. Sad. Aber die muss man doch... Ja! Man kann Kisten kaputt machen. Nice, okay.
Das ist sehr gut. Das muss in einem Dark Souls drin sein, dass man Kissen kaputt macht. Sorry, aber das ist einfach so. Pinocchio spielt auf jeden Fall ja eigentlich, ist das ja italienisch, nicht wahr? Jetzt frage ich mich, ist das hier Italien? Weil bisher, auch von seinem Style und so, erinnert mich das ein bisschen mehr an Frankreich. Mir fällt übrigens gerade noch die dritte Leiste auf. Da ist so eine blaue Leiste, die sich füllt. Die oberste Leiste ist natürlich unser Leben, darunter ist unsere Stamina. Aber was ist diese blaue Leiste? Irgendein Special-Angriff? Kann sein. Ich habe jetzt leider gerade nicht gesehen, was ich machen muss, um den abzustechen. Das anscheinend nicht. Shit. Was musste ich drücken für einen Backstep? Nein, ich brauche doch meinen Backstep, Leute. Einfach der normale Angriff oder was? I don't know. Ich will mal kurz hinter dich gehen und gucken. Ja, das ist der Backstep. So, habt ihr den auch nochmal gesehen? Das wumpst aber ganz schön. Gefällt mir. Bumm. Richtig cool, Mann. Das sind fucking Zombies, Alter. Mit diesen roten Augen. What the fuck ist hier los? Stopp. Einfach sein Stoppschild. Stopp, bitte greifen Sie mich nicht an. Doch, doch. Da steht jetzt Go. Ich musste es tun. Auf der anderen Seite stand Go. Wie cool er da liegt. Wie so eine richtige Leiche einfach. Grad Central Station. Grad. Grad mal gegoogelt. Ich finde keinen Ort in der echten Welt, der Grad heißt. Liegt das vielleicht nicht in der echten Welt? Dann können wir vielleicht noch nicht in Italien sein, weil es einfach gar kein Italien gibt in dieser Welt. Wir haben auch noch keinen Bonfire gefunden, nicht wahr? Oder das Äquivalent dazu. Aber vielleicht haben wir unseren ersten Miniboss gefunden. Der hier alle Leute abschlachtet. Ja, geil. Richtig nice. Haben die keine Köpfe mehr? Alter. Hier sieht schon gut brutal aus. Ich weiß, muss ich das Video jetzt kennzeichnen, dass das... Oh Gott, warte, warte. Dass das wild ist. Was sind das denn für komische Zombie-Nazis? Au, 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 alles klar. Ja, bitte gehen Sie weg. Ich wollte Sie nur angreifen und nicht belästigen. Okay, Heilung. Das war jetzt eher... Außer... Nee, außer... Funktioniert das nicht so gut. Ausweichen. Angreifen. Ausweichen. Wohin soll ich denn... Ich kann nur nach hinten ausweichen. Ich wollte die ganze Zeit zur Seite ausweichen, aber das war anscheinend nicht so gut. Und jetzt habe ich leider nichts mehr zum Heilen. Das ist ja eher nicht so cool. Ich will trotzdem gegen dich gewinnen, wenn das okay... Lie or die. Ja, hätte ich mal gelogen. Mist! Ich hätte einfach lügen müssen, dass ich noch ganz viele von den Estus Flakons habe. Dann hätte er mich bestimmt nicht umgebracht. Nee, jetzt muss ich von ganz Anfang wieder starten, weil ich so ein Dulli bin. Oh no. Da sind unsere Seelen. Also es gibt tatsächlich so eine Art Seelen. Wenn wir jetzt nochmal sterben würden... Lost Ergo. Okay, Ergo. Ergo heißt das hier. Man sammelt keine Seelen, sondern Ergo. So, ich habe ihn jetzt anvisiert. Doch, ich kann zur Seite ausweichen, aber das bringt anscheinend bei seinen Schlägen nicht so viel. I see. Also lieber nach hinten ausweichen, weil sonst... Wow, okay, ist man mega am Arsch. Oh, okay, ich bin auch so mega am Arsch, weil ich einfach voll der Dulli bin. Das heilt einfach nur die Hälfte. Okay, lass uns tanzen, du komischer Nazi-Dude. Kann man nicht einfach den jiggeln, so wie bei Dark Souls, dass man einfach die ganze Zeit um ihn rumläuft? Ich bin halt so mega langsam. Also das funktioniert, glaube ich, eher nicht so gut. Zack, zurück. Oh, ist das hardcore. Wenn die nicht gestunt sind. Zurück, zurück. Angriff, zurück. Angriff, zurück. Ich hatte, glaube ich, keine Stamina mehr. Okay, aber den kriege ich ja wohl noch tot. Schöne Pirouette, die du da gedreht hast. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Junge, Mann, der ist voll stark. Okay, wenn ich ihn noch ein paar Mal angreife, dann sollte das aber eigentlich gut gehen. Vor der Attacke hatte ich ein bisschen Angst. Okay, greif bitte nochmal an. Nee, ja, doch, eins. Nee, noch ein zweites Mal. Junge, okay. Ich hau dich gleich einfach kaputt, wenn du so weitermachst. Okay, mir doch egal, was du jetzt machst. Du kriegst mich eh nicht tot. Oh mein Gott, hätte er mich noch einmal getroffen, wäre ich einfach wieder tot gewesen. Was, Groggy? Irgendwas war Groggy. Weil ich keine Leben mehr habe? Du bist so ein dover Nazi-Typ. Deinen komischen Knüppel. Da habe ich fast kaputt geknüppelt schon wieder. Ich habe ein Schwert. Der hat nur einen Knüppel. Wieso? Blöd, sag du. Ich mach dich noch mehr kaputt, als du sowieso schon tot bist. Ja, und jetzt? Excuse me, brauche ich vielleicht ein Ticket? Habe ich denn überhaupt Geld für ein Ticket? Hallo? Madame? Ach, oder habe ich einen Schlüssel bekommen? Ah, ja, das macht Sinn. Stimmt, hier war ja noch eine Tür. Guck, die habe ich schon wieder vergessen nach meinem Tod. Und da eröffnet sich uns die Welt von Grad. Willkommen in Grad. Ja, danke. Dann müsst ihr hier aber jetzt auch mal an Bonfire kommen, oder nicht? Ich habe so Angst, dass ich hier gleich sterbe. Meine Waffe ist übrigens, sie leuchtet rot, wie ihr hinter mir sehen könnt. Wir können aber mal probieren, was passiert, wenn wir ihn dann schleifen wollen.
Er schleift das einfach mit seinem Ellenbogen? Okay, das hat schon Style, oder nicht? Das hat Style. So, bist du ein Bonfire? Stargazer. Klar, der Stargazer ist unser Bonfire. Das hat alles richtig krass den Style von Bloodborne. Soweit. Also hier in dieser Overworld, hundertprozentig, oder? Sieht auch 1:1 so aus wie Bloodborne. Aber habe ich nichts gegen. Also wenn jemand einen guten Bloodborne-Klon macht, why not? Why not? Oh nein, ich höre Hunde. Hunde. Wow, ja. Also außer, dass hier halt alles so maschinärisch ist, ist das schon sehr stark. Sieht das schon sehr nach Bloodborne auf jeden Fall aus. Ich finde es gerade übrigens angenehmer zu spielen, wenn man die Leute nicht anvisiert, weil man dann diese Rolle hat. Die hat man nicht, wenn man die Leute anvisiert. Das ist ein bisschen weird. Ah, hier haben wir es auch nochmal mit dieser blauen Fabelkünste. Während des Blockens verwendet Griff Fabelkunst. Aha. Fabelkünste verbrauchen Fabelslots. Fabel, 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 Fabel. Man kann die auch greifen beim Blocken. Neuer Gegner! Hallo, ich würde dich gerne greifen. Das hat nicht funktioniert. Hä? Er hat einfach nur seine komische Waffe komisch gehalten. Oh nein. Bitte gehen Sie weg. Ich will nicht schon wieder sterben. Warum sind denn diese großen Gegner dann plötzlich immer mega stark? Die kleinen können gar nichts, aber diese großen machen einen dann sofort fertig. Da, komm, geh weg. Nee. Ach, sogar mal zur Seite ausgewichen. Weil ich so ein Smarty bin. Kann ich dich jetzt nicht einfach von hinten wegbumsen? Soll meine Fabelklinge benutzen? Na gut. Wenn du das sagst, Tutorial, dann mache ich das natürlich. Na komm, gib mir jetzt meinen ersten Boss. Vor dem mit dem Boxhandschuh habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ist das einer, der mit mir kämpfen will? Ja. Sollte man gegen ihn kämpfen? I guess nicht. Okay, ich lasse den mit dem Boxhandschuh lieber mal in Ruhe. Und der hier sieht doch eigentlich ganz nett aus. Hello there. Ja, hi. Welcome to Krat, Visitor. Na? I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. Doch, ich. Bin ja auch eine Puppe. Figures. The whole organization fell apart. All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. Was hat er denn so? Fabelkatalysator? Fabelladung. Ein Katalysator, der die Fähigkeit von Puppen ergänzt. Lädt Fabel schnell auf. Fabel war dieses blaue Zeug, ne? Okay, will ich ehrlich gesagt nicht. Irgendein Wurfobjekt, aha. Elektroblitz-Schleifmittel. Wird die Waffe mit Elektro gefüllt, okay. Säbelklinge einer Puppe. Und ein Säbelgriff einer Puppe. Also gleich eine ganz neue Waffe, ja? Na gut, bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Wir probieren es einfach mal. Zirkus. Natürlich ein Zirkus. Stimmt, Pinocchio war doch auch in so einem Zirkus, ne? Also das wird sogar zur Lore passen. Bisher habe ich nur noch nichts gefunden mit diesem Lügen. Jetzt ist die Frage, ich glaube, ich mache das jetzt schon. Ich packe das jetzt schon auf meine Waffe, dass das geblitzt ist. Und dann gehen wir rein. Dann sind wir, glaube ich, besser vorbereitet. Tür aufschlagen ist immer cool. Guck mal, wie geil ich drauf bin. Oh Gott, ich werde so sterben. Krat Festival, der beste Ort, auf den man gehen kann. Oh, okay, ja, da haben wir unseren ersten Boss. Die Stimmung. Nee, bitte kein Clown. Muss es ein Clown sein? Warum so ein riesiger Clown? Warte, was war, was mich heilt? Oh Gott. Alles klar, aber wie soll ich denn gegen dich irgendwas machen? Moment mal. Ich hätte ja gerne eine Waffe, die irgendwie weiter weg ist. Was hat er denn da eigentlich auf dem Kopf? Weg! Junge, ich weiß doch nicht. Ich glaube, ich muss einfach viel mehr blocken bei denen. Kann das sein? Kann ich denn blocken? Oh ja, ich kann blocken. Dann verliere ich zumindest weniger Leben. Aber ich glaube, tatsächlich ausweichen ist schlauer. Müsste man halt im letzten Moment machen. Er greift nochmal an, er greift nochmal an, er greift nochmal an. Übertreib doch nicht. Okay, jetzt meine Chance. Special Attacke, Fabel Attacke, Fabel, Fabel, Fabel. Ja, das war nice. Das war richtig gut. Au. Musik ist auch cool beim Boss. Kann man machen. Oh man, den schaffen wir. Ich mag sein komisches Ding auf dem Kopf nicht. Sein komischer Zylinder. Sein viel zu kleiner Zylinder auf dem Kopf. Der macht mir Angst. Ich habe übrigens, ich habe meinen Blitz nicht mehr. Wo ist denn mein Blitz jetzt hin? Oh, und meine Blitzfähigkeit ist auch weg. Warte, dann lass mal. Nee. Ich weiß, ich könnte dich angreifen, aber ich möchte mal kurz meine Fabeldinger einsetzen. Danke. Tschüss. Okay, er ist auf jeden Fall nicht so schnell. Man hat sehr viel Zeit, um auszuweichen. Die Ausweich...
Reichweite könnte doch besser sein. Vor allem, wenn man einmal angreift, dann bist du halt mega am Arsch. Gott, wenn er mich greift, dann bin ich halt, glaube ich, wirklich instant tot. Man muss so nah rangehen, um attackieren zu können. Das ist echt wild. Okay, weg, weg, weg. So, Fabelattacke. Und ich geh weg, ich geh weg, ich geh weg, ich geh schon weg. Angriff, Angriff. Und zurück, zurück. Nein, nicht einkeckeln. Nicht einkeckeln. Einkeckeln ist böse. Nein, oh Gott, er hat eine zweite Phase, sagst du? Oh nö, oh nö, oh nö. Was ist mit seinem Kopf passiert? Hat er seinen ganzen Kopf abgenommen? Yo. Yo. Der Paradenmeister hat seinen Kopf abgenommen und benutzt ihn als Waffe. Yo, alles klärchen, Paradenmeister. Ist okay. Oh Gott. Jetzt sieht er ja noch viel gruseliger aus. Also ich glaube, man muss hier wirklich viel mehr blocken, als mir lieb ist. Weil dieses Ausweichen bringt nicht so viel, oder doch? Wenn man nicht mehr ausweichen kann, oh Gott! Ist Blocken, glaube ich, gar nicht so schlecht. Oh, hoffentlich kriege ich gleich noch eine Heilung. Nein, ja, ja, ja. Ich glaube, ich muss ihn nämlich wirklich nur oh Gott. Nur angreifen. Schleifer kann Waffen... Ja, jetzt ist meine Waffe gleich noch kaputt, oder was? Wie soll ich mich denn im Kampf noch darum kümmern? Oh nein, das wird nix. Wenn ich jetzt nicht unfassbar gut spiele... Ja, ich bin tot. Yo. Ich find's halt doof, dass ich so nah an ihn ran muss. Und dass meine Rolle so wenig mich nur wegbringt von ihm. Und ich nur so wenig Heilung hab. Oi. Aber das ist nett. Guck mal, man muss gar nicht zu ihm reingehen, um seinen Ergo wiederzuholen. Das liegt einfach vor der Tür. Und natürlich haben sie auch so eine Art Nebel eingebaut. Warum auch nicht? Oh, hä? Das sieht ja weird aus. War es nicht eben noch neblig? Ja. Hä? Das ist ja witzig. Das verhärtet sich so. Tja, was ist der Plan, ne? Ich kann mit meinem Stahlarm angreifen. Ich glaube, was ich vergessen habe, ist ja, dass ich rennen kann. Dann kann ich natürlich viel weiter weg von ihm. Ich will immer so nah an ihm dran sein. Dann, was sind das für komische Zeichen da unten? Dann vergesse ich, dass ich ja auch einfach laufen kann. Ja, ich glaube, laufen ist gar nicht so schlecht. Solange ich auf meine Stamina achte. Ich kann ja einfach immer weglaufen. Ja, so viel dazu. Aber ich würde halt viel lieber mich wegrollen. Ja, ja. Alles klar. Das lief ja schon mal richtig gut. So, ja, geh doch in deine zweite Phase, du. Blödkopf. Ja, ich meine dich. Du bist ein... Oh, jetzt. Richtiger Blödkopf. Eins, zwei... Weg, 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 weg. Wieder ran. Angreif. Ich habe kein Stamina mehr. Einfach weggehen, einfach weggehen, einfach weglaufen. Einfach weglaufen. Weglaufen ist eine gute Idee. Weg, 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 weg. Das ist so gruselig, wie er aussieht ohne Kopf. Er trifft dann einfach trotzdem. Das ist voll dumm. Eins, zwei... Also doch lieber ausweichen, ja? I mean, bei Dark Souls ist das ja meistens eine gute Idee, wenn man... Jo, alles klar. Wenn man nah beim Boss bleibt. Und er dreht einfach völlig durch. Warum? Die zweite Phase ist zu krass. Okay, neuer Plan. Wir werfen einfach alles Mögliche auf ihn. Ich habe jetzt diese Feuerbomben ausgerüstet und diese komischen... Zahnräder. Vielleicht bringt das ja was. Die Zahnräder sollen ihn anscheinend nur ablenken. Ich weiß nicht, ob das bei Bossen auch geht. Vor allem, wenn wir die einzigen sind, die in dieser Arena sind. Hier, Zahnrad! Okay, juckt ihn absolut gar nicht. Oh, ich muss mir auf jeden Fall mal andere Videos hier nach angucken. Wie andere Leute, die das gespielt haben, hier zurechtgekommen sind. Ob ich mich tatsächlich super dumm anstelle? Oh. Ja, das war dumm. Ich wollte mich nur heilen. Stattdessen werfe ich mein Teil weg. Ja, ja, ja. Ich drücke, aber ich spam die ganze Zeit. Das ist dumm. Spam ist immer schlecht bei solchen Spielen. Eins, zwei. Zweimal angreifen ist vielleicht auch schon zu viel. Vielleicht sollte man nur einmal angreifen. Eins. Ja, aber ihr macht ja immer so einen Rundumschlag und alles. Was weiß ich denn, was ich da machen soll? Eins. Na, ich dachte, er nimmt seinen Hut schon, hat er aber nicht. Einmal angreifen, weggehen. Macht er jetzt? Ja, jetzt holt er seinen Hut. Okay, dann kriegst du jetzt meine ganzen Fabelattacken. Weil die sind fabeltastisch. Er kann doch aber gar nichts mehr sehen unter seinem Kopf.
Junge. Attacke. Aber hier, friss und stirb dran. Wow, hat gar kein Damage gemacht. Kann daran liegen, dass er selber auch am Brennen ist. Ach man, was soll ich denn gegen mich machen? Oh, sowas wäre gut. Das sah ganz gut aus. Jetzt am Ende wieder nicht. Und wisst ihr, was auch richtig witzig ist? Man verliert die Sachen, die man eingesetzt hat im Kampf. Ich habe jetzt diese Brandbomben nicht mehr. Also wenn die jetzt richtig krass gewesen wären, was sie nicht gewesen sind, dann hätte ich sie jetzt nicht mehr. Wenn man es also beim ersten Mal nicht hinbekommt, wo man das benutzt, bist du gleich am Arsch. So, ich bleib jetzt einfach die ganze Zeit mit dran, schlag ihn zweimal. Ja, guck mal. Ich glaube, das ist der Trick. Außer wenn er hinfällt, dann ist das halt doof. Aber sonst einfach an ihn dranbleiben. Immer unter seinen Beinen. Ja, da muss ich weg. Aber wohin denn? Wäre viel leichter, wenn ich einfach durch seine Beine durch könnte. Oh mein Gott. Eins, zwei, weglaufen. Gucken, was er macht. Aha. An ihn dranbleiben. Cool, schlechte Idee. Warum macht er denn jetzt die ganze Zeit diese dumme Attacke? Mann, das ist doch kacke. Er ist noch nicht mal in seiner zweiten Phase. Jetzt kommt er in seine zweite Phase, aber das kann ich meine ganzen Fabel einsetzen. Ich mache ihm halt auch gar kein Damage. Was, Sturmangriff? RT? Bin leider tot. Wieso hat mir das Tutorial denn jetzt gesagt, ich soll einen Sturmangriff machen? Vielleicht habe ich auch die falsche Waffe dafür, dass ich da einfach viel zu langsam bin. Ich glaube, ich benutze das Ding mal. So einen schönen Rapier. Let's go. Zack, zack, zack. Macht natürlich gar kein Damage wahrscheinlich. Oder zumindest sehr viel weniger. Aber wenn ich dadurch dann schneller ausweichen kann, sollte das ja eigentlich besser sein, oder nicht? Ja, hä? Das funktioniert sehr viel besser. Und wahrscheinlich kann ich sogar häufiger angreifen damit, nicht wahr? Bis ich wieder weg muss, weil meine Stamina natürlich auch nicht so krass weggeht. Sollte vielleicht darauf achten, mit welcher Hand er angreift. Und dann zur anderen Seite ausweichen. Man kann übrigens relativ lange rennen, bevor die Stamina weg ist. Das ist auch ganz nice. Nur Angriffe, die verbrauchen tatsächlich Stamina. Aber ich mach so wenig Damage, das ist ja krass. Okay, jetzt mal Konzentration. Ich will ihn jetzt wirklich mal besiegen. War ja bisher ganz witzig, dass ich dreimal gestorben bin, aber ein viertes Mal muss nicht sein. Jetzt kommt er in seine zweite Phase, I guess. Nee, immer noch nicht. Komm, geh doch in deine zweite Phase jetzt. Jetzt kommt, jetzt macht das. Toll. Vergeudet, vergeudet, den Angriff vergeudet. Okay, weg, 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 weg. Aber der Rapier gefällt mir sehr viel besser. Dann bin ich anscheinend der Schnelligkeitstyp und nicht der Starkangriffstyp. Hat auch eine schöne Reichweite. Man muss damit nicht so nah an ihn dran stehen. Das passt. Also wenn ich schaffe, dann wahrscheinlich mit diesem Rapier-Ding. Da habe ich mir viele Leben verloren. Einmal heilen. Oh mein Gott. Ich weiß, ich habe noch meine Mann, ey! Ja, hier, dann fress meine Fabel. Ich kann meine Fabeldinger nicht einsetzen. Hä? Das geht mit dem Ding nicht, oder was? Och, Mann, ey. Ja, komm her. Okay, gute Attacke. Danke. Dann greife ich dich ein paar Mal an. Laufe ich wieder weg. Hm. Willst du vielleicht wieder deine komische Attacke machen? Wo du einfach nur auf dem Boden rumliegst? Fände ich richtig falsche Richtung gelaufen. Was laufe ich denn auch immer nur nach rechts, ich Dummkopf? Einfach mal darauf achten, was er mit seinen komischen Händen macht. Und in die andere Richtung ausweichen. Wie wär's damit? Die Attacke finde ich richtig cool. So, läuft doch bisher schon mal ganz gut. So. Hm, cool, coole Attacke. Finde ich richtig cool, was du machst. Sehr gut. So, ab in die zweite Phase. Sehr gut. Das ist eine sehr frühe zweite Phase. Wir haben immer noch unsere drei Dinger zum Heilen. Schön. Ich laufe mal kurz weg. Heil mich. Komm ran. Aber mach bitte nicht so eine komplett dumme Scheiße. Ja, zum Beispiel das. Bist du ein Schmarrn? So, weglaufen. Sehr gut. Die Attacke finde ich richtig gut. Ah, wenn wir seinen Kopf treffen, dann machen wir, glaube ich, mehr Damage. It's a possibility.
Oh Mann, dass er da einen noch trifft, das ist echt so dumm. Und dass wir selber, wenn man ihn anvisiert, nicht rollen, ist auch richtig dumm. Okay, let's go. Kriegen das diesmal hin. Ja, na klar, da hat er mich noch reingelegt, dass er gestunt ist, wenn er das macht. In Wirklichkeit wollte er einfach nur ausrasten. Mann, das ist so ein Bullshit. Komm, ja, lass mich doch vollkommen in Ruhe, du. Aber es lief doch am Anfang so gut. Warum denn jetzt nicht mehr? Und ich kann meinen Fabelscheiß nicht einsetzen, weil der Rapier das nur kann, wenn die drei Dinger voll sind. Ich komme nie von ihm weg, ich kann nicht rollen. Das nervt mich am meisten, dass ich einfach nicht rollen kann. Was hat man denn für ein Spiel, wo man nicht rollen kann, wenn man die Leute anvisiert? Nee, wenn du jemanden anvisierst, dann kannst du deine normale Rolle nicht mehr machen. Dann kannst du nur noch zur Seite dich umherhüpfen. Dann bist du ein Hüpfi. Mhm. Ich behalte meine Fabelfähigkeit, bis er in die zweite Phase kommt. Weil die macht mir ja wirklich am meisten Probleme. So, zweite Phase. Let's go. Mache ich ihm weniger Damage, während er in seine zweite Phase kommt? Kann auch sein. So, ich habe wieder drei Dinger. Also die erste Phase kriege ich inzwischen gut hin. Let's go, come on. Komm ran, mach irgendwelche Attacken, mit denen ich auch was anfangen kann. Damit kann ich nichts anfangen. Damit vielleicht. Nö, nö. Ich habe keine Ahnung, was er macht in seiner zweiten Form. Ja, töte mich doch einfach, bevor ich mich überhaupt einmal heilen kann. Alles klar. Wann habe ich denn mal eine Chance, ihm anzugreifen? Ohne, dass er mich danach sofort wieder hittet. So, nee, falle ich nicht drauf ein. Weil danach... Letztes Mal ist er da sofort ausgerastet, als er das gemacht hat. Diesmal nicht, okay, wild. Sonst hätte ich nämlich gedacht, dass das genau der Moment ist, wo man ihn angreifen kann, wenn er seinen komischen Hammer da auf dem Boden hat. Das ist auch ein guter Moment. Aber dann kann ich ihn immer nur einmal angreifen, das ist doch richtig bescheuert. Und er läuft zu einem halt immer hin. Er läuft zu dir hin und du kannst nichts machen. Ich bescheuert. Na, er trifft dann ja immer. Soll man dann einfach zu ihm hinlaufen, wenn das ist, oder was? Was ist der Plan, hä? Was ist dein scheiß Plan? Ist klar. Angriff ist die beste Verteidigung. Kannst mich mal... nochmal... Mann, ey! Okay, in der zweiten Phase einfach immer auf ihn rauf. Scheißegal. So, an ihn dranbleiben? Nee. Vielleicht doch nicht. Ja, genau. Alles klar. Hallo, ich will nur meine Fabelattacke einsetzen. So, ich bleib jetzt an ihm dran. Und setz meine Fabelattacke ein. Dann noch meinen Arm. Dann noch ein paar Mal so angreifen. Er ist groggy. Ich weiß nicht, was er machen kann, wenn er groggy ist. Aber er leuchtet so komisch. Das heißt, glaube ich, dass er groggy ist. Was auch immer groggy heißt. Komm, einfach die ganze Zeit draufballern. Oh mein Gott, guck, er war doch gar nicht so schwer, Mann. Der war super einfach. Er war super einfach. Er war der einfachste Boss aller Zeiten. Eliminated. Wir haben Quarz bekommen. Mann. Ja, habe ich mich jetzt dumm angestellt? Nee. Ich glaube, das ist einfach ein Symbol der Lernkurve, die ich machen kann, ja? Ich war einfach richtig schlecht am Anfang und musste halt sechsmal sterben, um besser zu werden. Das ist meine Lernkurve, ja, ja. Okay, aber oh, das hat sofort wieder diesen Dark Souls-Charakter. Dass man permanent stirbt, aber trotzdem nicht aufgeben will. Okay, ja, doch, haben sie gut hinbekommen. Er war nicht unfair, der Boss. Er war nicht unfair, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe mich wirklich einfach doof angestellt. Jetzt kommt die Mechanik mit den Lügen rein, sagst du? Und das ist wahrscheinlich unsere Special-Fähigkeit. Also es gibt hier ja, es ist nicht unsere Special-Fähigkeit, dass wir ein Roboter sind, so wie die ganzen anderen. Oder dass wir einen, naja, weiß ich nicht, eine Seele haben, mehr oder weniger. Ergos. Sondern, dass wir lügen können. Die anderen Maschinen können wahrscheinlich nicht lügen. Aber Geppetto hat uns irgendwie beigebracht oder reinprogrammiert, dass wir lügen können. Deswegen sind wir diese spezielle Puppe in dieser Welt. Wir wissen noch nicht genau, warum wir überhaupt in dieser Welt sind. Warum... wir alles töten. Mondstein.
Oder was das hier alles mit sich auf sich hat, dass er uns alles angreift und so. Aber dann lass mal lügen. Mal gucken, wie die Mechanik ist. Ich bin Geppetto. Geppetto. Puppe Mensch. Ich bin ein Mensch! Ein Mensch! Oder bin ich eine Puppe? Oh Gott, bin ich eine Puppe Mensch! Puppe Mensch! Lügen, nicht lügen! Lügen, nicht lügen! Lügen, nicht lügen! Ich bin ein Mensch. Exactly, deswegen bin ich auch ein Mensch. Okay, das ist die Lügenmechanik. Jetzt ist die Frage, hätte er uns einfach nur nicht reingelassen, wenn wir gesagt hätten, wir sind eine Puppe? Oder hätte er hier dann alles Mögliche hinplatziert, was uns töten will? Hat das Auswirkungen auf die weitere Story, dieses Lügen? Das wäre halt nochmal die Frage, die ich jetzt beantwortet hätte, wissen wollen. Das ist ein sehr interessantes Hotel. Sogar einfach mit einer Bahnanbindung. Lies of P. Gut, dann war das anscheinend jetzt die Demo. Oh no, es geht noch weiter. Hotel Grad. Das ist Sophia, die die ganze Zeit mit uns gesprochen hat. Ja, zu erkennen an dem Schmetterling. Der Schmetterlingbrosche. Hi, ich bin ein Mensch namens Pinocchio. I'm so happy to see you. Ich auch dich zu sehen, glaube ich. Meine Lüge, haha! I've been waiting for you. Searched all over the city of Krat to find you. Ist dem so. You must have questions. Geppetto will have answers. But we have to find him first. Okay, Doki. Also das hier ist mehr oder weniger dann unser Hub, I guess, von der man dann in die Welt hinausgeht. Hier haben wir auch einen Stargazer, der anscheinend nie kaputt geht. Und man kann sich auch zu anderen Stargazern teleportieren. I see. Sehr cool. Wer sind Sie? Sind Sie Lady irgendwas, von der sie gesprochen hat? Unexpected. Tonia, ja. Sogar die Sprachausgabe ist bei Dark Souls. So ganz ruhig und langsam, mysteriös. Neuer Anzug. Let's go. Ja, hübsch. Die schenken mir alle Sachen. Neuer Arm? Hört sich an wie ein neuer Arm. Ja, neuer Arm. Beziehungsweise eine Erweiterung an den Arm? Ist das so eine Art Bogen, sagst du? Oder Armbrust? Das schenkt sie mir einfach so. Ah, okay, ich hätte jetzt gedacht, man kann die vielleicht ranziehen, weil das halt eine Schnur ist. Vielleicht geht das auch mit echten Gegnern. Aber gegen die kann man auf jeden Fall nur schießen, so wie ich das sehe. Na gut, sieht aber so aus, als wenn es hier jetzt normal weitergehen würde. Heißt, ihr solltet soweit erstmal alles gesehen haben. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wegen Geppetto und sowas, dann könnt ihr euch ja selber einfach mal die Demo holen. Die scheint ja ein bisschen länger zu gehen. Allerdings will ich euch hier jetzt nicht auf die Folter spannen und das vielleicht, also beziehungsweise ich will halt nicht so lange Videos haben. Deswegen würde ich, glaube ich, an dieser Stelle einfach sagen, wir haben den Hauptteil vom Spiel gesehen, wie es so abgeht, wie das mit dem Lügen funktioniert, wie das mit dem Upgraden funktioniert. Man kann halt, ach ja, stimmt, das kann ich jetzt auch mal machen. Aha, man zieht sie nämlich doch ran. Siehst du? Gut, dass ich das nochmal gemacht habe. Ja, und wie die Bosskämpfe aussehen etc. sollte man ja erstmal einen guten Einblick in dieses Spiel bekommen haben. Ja, dann auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Könnt ihr ja schreiben, wie ihr das Spiel findet. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.